Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und wir haben mit Axel Witzel die erste FIFA 21 Flashback-Karte. Und jetzt mal unabhängig von den Stats und vom Spieler selbst, lass uns mal kurz innehalten und dieses kranke Kartendesign feiern. Also da übertrifft sich EA immer wieder aufs Neue. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Und jetzt zum Spieler und nachher natürlich auch noch zur SBC-Lösung. Die kostet euch so im Schnitt 145.000 bis so 155.000. Immer unabhängig, also beziehungsweise, was heißt unabhängig? Beziehungsweise immer abhängig von den aktuellen Marktgegebenheiten und auf welcher Konsole beziehungsweise Plattform ihr dann gerade spielt. Deswegen kann das ein bisschen schwanken. Ich empfehle euch, macht das am Donnerstag, wenn die Rewards alle draußen sind und dann spart ihr vielleicht nochmal 15.000 Coins on top. Und also falls ihr natürlich Axel Witzel machen wollt, und dann könnt ihr ihn mitnehmen. Deutlich günstiger. Gut, jetzt erstmal zum Spieler, schauen wir uns an. Aber vielleicht noch vorher ist eine kleine Besonderheit. Das ist quasi wie so eine Icon Moments, also die zielt auf besondere Fähigkeiten ab. Und ja, hole dir Rückblick Axel Witzel und feiere die Anfangsphase seiner Karriere als offensiver Mittelfeldspieler. Ja, Axel Witzel ist nun mal, zumindest jetzt, eher ein Sechser. Und am Anfang seiner Karriere war er natürlich offensiv. Und deswegen hat er jetzt auch in seiner Rückblickkarte offensivere Stats. Und hier gehen wir mal rein, schauen wir uns an. Er hat auch ein bisschen was verloren an Dev und Physis, was den... ja, den einen oder anderen wahrscheinlich ein bisschen irritieren wird, wenn er die Karte gesehen hat. Da hat er einfach mal minus 8 Dev und minus 6 Physis bekommen. Aber dafür eine ordentliche Schippe draufgelegt beim Pace. Und das macht ihn so interessant. Plus 16 Pace, plus 10 Schuss und 5 Passen und nochmal 6 Dribbling. Das lässt sich sehen. Gerade Pace, er ist ja seine Goldspielerkarte. Nicht unspielbar, aber es macht ihn wenig interessant mit so wenig Pace, ja. Spezialbewegung 4 Sterne, schwacher Fuß 4 Sterne, das sieht man auf der 8er oder 6er Position sowieso eher selten. Und ich glaube, wenn man vielleicht einen Bundesliga-Squad hat, dann ist Axel Witzel vielleicht sogar schon ein Muss. Ja, gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, natürlich spielt er bei Borussia Dortmund. Mit Belgia ist er sicherlich auch gut über andere Ligen gut verlinkbar. Und alles grün. Also alles über 70. Das sieht schon mal richtig gut aus. Er hat ein Tempo von overall natürlich 82, wie schon erwähnt. Seine Schusswerte sind auch echt gut, ja. Also da geht auch nach vorne was. Seine Beweglichkeit und Balance für eine 8er oder 6er Position. Sehr, sehr gut. Ausdauer 83 bringt auch genügend mit. Ja, wenn man ihn natürlich ein bisschen defensiver spielen möchte, dann, und ich würde das tun, würde ich tatsächlich einen Shadow draufpacken. Dann ist das eigentlich, das ist eine richtige Maschine, ja. Ansonsten, Anker würde auch helfen, aber ich tendiere eher zum Shadow. Wollt ihr den offensiver spielen? Da gibt es aber meiner Meinung nach viel, also gibt es noch andere Alternativen. Dann natürlich ein Engine oder so. Ja. So, das erstmal zum Spieler. Jetzt gehen wir in diese SBC rein und lösen sie gemeinsam. Und hier gibt es auch einige Packs zurück. Wir haben in der BVB-SBC, also es sind 3 an der Zahl insgesamt, ein Premium-gemischtes Spielerset. Das hat einen Wert von, nicht richtig? Ne, ist ein Goldspieler-Pack. Das hat einen Wert von 12.500. Dann haben wir hier ein Premium-Elektrum-Spieler-Pack, hat auch nochmal einen Wert von 12.500. Und das ist nicht wirklich zählbar, aber ja, nehmen wir natürlich auch mit. So, kommen wir zu der ersten SBC. Hier haben wir folgende Bedingungen. Dortmund mindestens ein Spieler, Teamgesamtbewertung 84, Teamchemie 70 und 11 Spieler. Ja, wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Das ganze Team, das könnt ihr noch 9 Tage ziehen, ja, beziehungsweise noch den Axel Witzel könnt ihr noch 9 Tage erledigen. Das Ganze läuft komplett ohne Kopfschmerzen. Ihr könnt dieses Team 1:1 nachkaufen. Also ihr benötigt keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Okay, let's go.
Haben wir hier schon durch? Wir waren durch. Gut, das war's mit dem ersten Team. Gehen wir zum zweiten. Und hier haben wir folgende Bedingungen. Wir brauchen einen Bundesligaspieler. Wir brauchen eine Teamgesamtbewertung von 84, eine Teamchemie von 65 und auch hier wieder 11 Spieler. Dann gehen wir hier auch nochmal fix durch. Let's go. Und damit hätten wir die zweite SPC gelöst. Es folgt die dritte. Und hier brauchen wir einen Team Most Weak Spieler. Und dieser nennt sich Jarrod Bowen. Falls ihr dort eine andere, vielleicht sogar eine Untrade habt, dann könnt ihr dort nochmal, das habe ich extra so gebaut, diese mit integrieren. Und ihr spart euch auch nochmal Coins, also mindestens etwas über 10.000 Coins. Und ja, wir brauchen eine Teamgesamtbewertung von 85. Das macht es natürlich ein bisschen teurer. Eine Teamchemie von 50 und auch hier wieder 11 Spieler. Gehen wir auch nochmal fix durch. Und damit hätten wir die letzte SPC gelöst und ja, das Komplettpaket abgeschlossen. Was haltet ihr von der Spielerkarte? Ich finde ihn, es ist eine wirklich gute Alternative von den Stats her. Schon fast, ist schon richtig unschlagbar. Man muss immer bedenken, ihr setzt diese Coins fest, ihr könnt den nicht tauschen. Er ist dann bei euch im Team und wird dann auch dort so lange verbleiben. Vielleicht, wenn ihr euch den verbessern möchtet von irgendwelchen Spielern, oder ihr auch das Team wechseln möchtet, vielleicht auf eine andere Liga und ihn nicht mehr einbauen könnt, dann sind die Coins halt bei euch im Team. Und ja, ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat und die Lösung, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich noch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal kostenfrei abonniert. Und folgt mir doch gerne auch auf Instagram. Die SPC kam jetzt nicht pünktlich, irgendwie eine Stunde oder anderthalb nach dem Release. Dann wüsstet ihr Bescheid, wieso. Und in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace!